Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peter und ich bin gerade im Keller von meinem Großeltern. Hier ist das Licht leider nicht so gut. Deswegen, ich suche mein altes Skateboard. Denn ich habe noch so ein richtiges Skateboard. LOL! LOL, hier ist noch eine Cap von mir. LOL, von Altamont. Altamont, glaube ich, heißt die Marke. Die ist so lila. Die habe ich meinem Bruder mal gegeben, weil ich mir die mal gekauft habe und die einfach viel zu groß ist. Komischerweise passt die jetzt auf meinem Kopf. Nice one. So. Ach, da ist mein Board, ja. Ja, habe ich. Schaut mal, Leute. Flip. Ich würde jetzt gerne Flip-Flop machen. Mein Kickflip. Das ist ziemlich dreckig. Das Grip-Tape. Ist von Flip. Das habe ich mir damals als Simon geholt. Von Bastians Halle Benzi. Ich glaube, so heißt er. Mit Independent-Achsen sogar. Krass, Mann. Das ist richtig alt noch. Das habe ich hier. Und jetzt komme ich auch mal zum Anlass. Denn ich habe ja wieder aufgerufen zu Frag Peterle. Und jetzt beantworten wir mal die erste Frage. Die kommt von Tim. Du fliegst auf einer Insel. Eine Sache darfst du mitnehmen. Was? Das wird heißen. Warum? Kann ich dir ganz genau sagen. Ich habe was zu kuscheln, wenn es kalt ist. Und mein Hund kann sich nur amüsieren. Heißt, man hat immer Spaß. Egal was ist. Das ist super lustig. Weil wenn ich ja manchmal auf dem PC sitze, dann sitzt er hinter, so breitbeinig auf seinem Arsch und denke ich so, so sitzt kein Hund und dann muss ich mich so besicken und dann muss ich mit dem spielen. Der ist einfach nur zum Knuddeln. So, die nächste Frage kommt von Kevin. Welcher Fußballer war in deiner Jugend dein Idol? Das war Leonardo Dede, der Linksverteidiger bei Borussia Dortmund und der da ganz lange gespielt hat, ich glaube 17 Jahre, der erst vor kurzem sein Abschiedsspiel hatte. Ich war ja schon als Kind ein großer Dortmund-Fan und Dede hat das halt geprägt, weil ich auch Verteidiger war zu der Zeit. Es war halt echt gut und ja, das war mein Lieblingsspieler zu der Zeit. Joshua Kriegel fragt, wie oft frisst Tyson am Tag? Tyson? Wie oft isst du am Tag? Du Frischdachs! Tyson isst eigentlich am Tag so 2-3 Mal ungefähr. Ja, ich teile ihm das dann halt immer ein. Der kleine dicke Molly, sonst wird der zu dick. Der wird zu dick sonst hier, der wird zu dick! So, die nächste Frage kommt von Windwaffel. Was war der erste YouTuber, den du auf YouTube wirklich geschaut hast? Das war Kartoffelsalat Fresh Torge. Ja, das war so der erste YouTuber, den ich wirklich geschaut habe. Und der hat dann damals so hier Fresh Torge sucht den Superstar gemacht. Und da habe ich mich dann auch beworben mit Simon und noch einem Kollegen. Und da haben wir dann auch Videos gemacht. Wurden leider nicht ausgewählt. Ich weiß auch nicht bis heute nicht warum. Ich glaube, weil wir einfach Copyright-Music benutzt haben. Wir waren da noch nicht so weit und haben da einfach nicht nachgedacht. Aber ja, das war Fresh Torge und der hat schon lustige Videos früher gemacht, muss man auf jeden Fall mal sagen. M zu dem Markus. Okay. Wie war dein erster Gedanke, wo du Simon gesehen hast? Ja, wie war wohl mein erster Gedanke? Also. Ich weiß noch ganz genau, was ich zu Simon gesagt habe, als er damals in meine Klasse kam, so, komm, setz dich hier hin, weil es war so, dass wir von der Grundschule an die weiterführende Schule gekommen sind, da habe ich erst Simon kennengelernt. Und wir sind von der Grundschulklasse mit so vielen Kollegen, also so viele Freunde von mir sind dann in die weiterführende Klasse gekommen. Und da weiß ich noch, waren zwei Kollegen aus der Grundschule bei mir und dann kam Simon so, ich sag, ey, setz dich doch mal zu den coolen Jungs, so, wie man dann halt ist als kleiner Junge. Und er dachte sich bestimmt, what the fuck, dieser kleine Jimson, ey, was ist das für ein Boy? Ja, und ich fand Simon von Anfang an sympathisch und wir haben uns direkt nach dem zweiten Tag super verstanden. Da war ich auch direkt bei ihm und wir waren dann echt richtig best friends und so. Ich vermisse die Zeit irgendwie, weil das war so, da hat man nicht darüber nachgedacht, was morgen passiert, sondern man hat einfach in den Tag hineingelebt, wie es dann halt war als Kind. Und man hat so viele geile Sachen gemacht. Ich vermisse diese Zeit einfach, jetzt ist es einfach so, friss oder stirb, ja, aber früher war es halt als Kind, da denkst du über so viele Sachen nicht nach, du lebst einfach nur und das ist genau das, was mir fehlt. So, Tom Groß fragt, seit wie vielen Jahren spielst du Fußball und hast du auch schon mal eine andere Position gespielt, außer Torwart? Tom, das ist eine gute Frage, ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Fußball und habe auch schon andere Positionen gespielt. Ich habe angefangen erstmal als Stürmer. Dann bin ich irgendwann ins Tor gegangen, weil unser Torwart irgendwie nicht gekommen ist und dann war das so, dass wir einfach einen gesucht haben. Ich so, ja, ich mach das und da haben die Leute dann entdeckt, ey, der ist wirklich gut im Tor und dann bin ich irgendwie im Tor geblieben.
Ja, irgendwann war das dann so, dass ich mich verletzt habe am Knie. Und seitdem, da musste ich erstmal als Kind aufhören, Fußball zu spielen. Das war eine echt lange Leidenszeit, weil ich diese Schiene von unten von dem Fußknöchel bis oben zur Oberschenkel hatte, über ein Jahr lang. Und da habe ich 2 Jahre keinen Sport mehr gemacht, also kein Fußball mehr gespielt. Und irgendwann bin ich dann wieder als Verteidiger reingegangen, weil die Kondition nicht da war, weil die Schnelligkeit weg war und weil ich dann auch dementsprechend aussah. Ich war ein dicker Molly. Ja, und so bin ich dann irgendwann in die Innenverteidigung gekommen und habe das bis heute beibehalten. Also ich kann in der Viererkette eigentlich alles spielen. Ich kann auch so eigentlich alles spielen. Ich bin, muss man einfach mal sagen, ohne dass ich jetzt lüge oder dass ich jetzt auch sage, oh, ich bin ein krasser Boy. Bin einfach ein Typ, ich kann einfach vieles am Ball. Also ich bin technisch schon begabt. Mir fehlt einfach so die Grundschnelligkeit und Kondition. Wenn ich die hätte, dann wäre ich ein wirklich guter Fußballspieler, glaube ich. So, die nächste Frage kommt von Joshua. Was ist eigentlich mit der Auslosung, wer etwas mit dir machen darf? Da hatte ich ja nochmal ein Video zugemacht und das ist leider nicht passiert, weil die Leute einfach nicht geantwortet haben. Wir haben da angerufen bei den Kindern, also was heißt bei den Kindern, bei den Leuten, und gesagt, ey, du wolltest doch was machen, die Stars, ja. Hat sich keiner gemeldet und ich denke mir so, ey, warum meldet ihr euch denn da? So, und das war eine Woche vorher, wo wir gedacht haben, ey, wie sollen wir das machen, haben noch 3 andere angeschrieben, die sich dann auch nicht gemeldet haben, obwohl die eine E-Mail geschrieben haben, mit Handynummer, dies, das, sich nicht gemeldet. Und dann denke ich mir so, what? Leute, Mann. Und das war halt schade, weil wir wirklich coole Sachen geplant haben. Wir wollten zum Beispiel ins Phantasialand gehen und da halt super coole Sachen machen, das dann auch filmen. Ist leider nicht zustande gekommen, aber vielleicht kann man das einfach mal spontan irgendwann nochmal machen. Leider ist es dann nicht passiert. Und ja, es tut mir dann auch leid. Was heißt mir? Ich kann ja nichts dafür, wenn sich da keiner meldet, Leute. Justus fragt, wie hat Revi reagiert, als du ihm gesagt hast, dass sein Stück von Tyson abgeleckt wurde? Revi wusste das gar nicht. Revi hat das erst in meinem Video erfahren und irgendwann habe ich ihn ja später gefragt. Und er so, yo, alles easy, Alter. Ich sterbe ja nicht davon. Also Revi hat das gar nicht schlimm aufgefasst oder so, weil ich Revi kenne. Er wird das irgendwann bei mir auch machen. Wenn ich dann im März Geburtstag habe, denke ich mir, dass da irgendwas von Revi auch kommen wird. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin bereit, Revi. Ich bin auf jeden Fall bereit. Das war's von meinem Frag-Peterle/Tyson-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, haut die immer wieder raus. Ich werde immer wieder so ein Video machen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin noch rein. Tschaußen.